Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten... Holy shit. Hier geht's ab. In der letzten Folge haben wir ja die... Also in den letzten Folgen haben wir ja die S-Bahn hier gebaut und die Busse integriert. Jetzt haben wir hier jetzt schon einen riesigen Busbahnhof, der voll am Laufen ist. Nehmen wir zum Beispiel der für den Flughafen Kamenz. Da sind auch noch Busse unterwegs, die voll gebraucht werden. Und die, also man muss einfach sagen, diese Station boomt gerade, dass es eigentlich eine S-Bahn-Station gedacht ist. Geht es hier dementsprechend ab. Das können wir schon fast als Hauptstation beachten. Natürlich, wir haben alles über eine Hauptstation geregelt mittlerweile. Die S-Bahn regelt natürlich dazu auch noch. Was aber zum Beispiel beachtlich ist, der Flughafen braucht 10 und der Boot ist auch voll im Umschlag. Wie viele Leute? Haben die hier dieselbe Station? Oder braun ist... auf die 5 rein. Und du fährst. Auf die 4. Gott, das ist alles umzustellen, ist schon wieder eine Katastrophe. Busboot, Kamenz. Und du die 3. Wo ist der Flughafen? Nur noch 2, so. Dann sollten wir hier eine gute Aufstellung haben. Und das macht auch ein Düdüng. Das ist brutal, was hier abgeht schon wieder. Hier schon. Oh, was ist denn das für ein schönes Gebäude? Holy. Ordentlich. Die Stadt boomt, glaube ich, jetzt dann, weil. Einfach auf einmal voll den die Infrastruktur entsteht. So, auf 605 soll die Stadt steigen, oder was? Ja klar, der Lärm ist jetzt ein bisschen gestiegen in dem Fall. Aber der Verkehr ist ja um einiges. Jetzt kommen schon wieder... Wie viel gibt's da? We are the future. What the fuck, gibt's hier einen Urban E-Truck? Jetzt haben wir einen Elektro-Truck auch noch. Ja, sicher. Was ich mich jetzt ein bisschen reingesteigert habe, ist ja schon seit längerem, dass mir das nicht gefällt, wie die Stadt hier aufgebaut ist. Und ich möchte diese Stadt umdesignen und danach mit Fahrzeugen versorgen. Bedeutet, wir reißen die komplette Stadt ab. Also auf jeden Fall den Teil hier vorne, weil alles, was an den Straßen ist... Ist hier irgendwas, was wichtig ist? Kostet natürlich Millionen, was ich hier mache. Ich habe eine Haltestelle gerade finde. Fuck. Ich will aber hier eine schöne Straße haben. Das ist alles, was zählt. Sozusagen. Ich will hier schön angeschlossene Straßen sehen. Tramgleise, nein, aktuell noch nicht. Ich will einfach gerade hier so schön bauen wie möglich. Daher wird es auch ein bisschen umdesignen alles. Wir designen gerade einfach viel um. Hier muss einfach gerade... Zum Beispiel können wir hier draus machen eine Hauptstraßenverbindung. Ich bin nicht gespannt, wie gut das Spiel sowas aufnimmt. Und die Ortschaft ist halt... Sag mal, prädestiniert dazu, sich einfach komplett zu drehen. Wir schließen mal hier das ganze System wieder an.
Was mir gerade auffällt, das ist eine ganz blöde Idee. Vielleicht wir designen hier einfach nochmal weiter ein bisschen rum. Wir docken dann hier eine Straße dran. So, ach, der soll die dann so gehen. Bin gespannt, wie die Stadt darauf reagiert, wenn ich ihnen sozusagen das ganze Gebiet mit neuen Straßenzupflastern anfange und viel verändere. Aber im Grunde soll einfach nur hier ein gutes Straßensystem entstehen. Es wird halt sowas wie, keine Ahnung, was war Sydney? War Sydney eine geplante Stadt? Irgendeine Stadt war ja so geplant, ne? So, und so ungefähr soll die Stadt auch am Ende werden. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier noch eine Station ersatz reinbauen. So, das Problem sollte gelöst sein. Schauen wir, wie die Stadt darauf reagiert. Die wird jetzt erstmal einen Herzinfarkt kriegen. So wie mir das vorstellt, ist es halt voll der Herzinfarkt. Was ist passiert? Ach, ja, die fängt schon an, Straßen zu setzen. Und ich werde mir halt mein Spaß gönnen und jetzt hier sozusagen schauen, dass ich hier irgendwo meine Straßenfallgebäude reinkriege. Werde ich hier zum Beispiel dran sitzen, an die Hauptstraße hier. Da tun wir jetzt hier. Ah, scheiße, ich bin bei den Gleisen drin. Ups. Machen wir hier so eine kleine Abneigung. Da muss jetzt bitte keine Ampel her. So ein Schaden. An die Straße kommt jetzt einfach. Ah, ich will immer dahin klicken, weil ich denke, oh, da sind die ganzen Gebäude dran. Da kommen jetzt einfach hier so die Gebäude hin. Die zukünftig vielleicht gebraucht werden. Und dann reißen wir halt hier dementsprechend die Straßen ab, weil hier soll ja die gerade Straße hochgehen. So, Leute, wir machen jetzt hier, okay. Wir müssen hier durch die Stadt abreißen. Damit wir genau das Ziel erreichen können, muss die halbe Stadt auch runtergerissen werden. Ich weiß nicht, so weit ab, wie es geht. Wird schon was passiert. Aber dann haben wir halt vielleicht eine Station, die nicht mehr wirklich das bringt, was sie braucht. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt von mir. Ich weiß gar nicht, was die LKWs sind. Oh, warte. Oh. Wo haben die hingeliefert? So, okay. Hups. Straßen. Ein Hauptstraßendesign wollen sie haben. Perfekt. Bauen wir wahrscheinlich hier dann noch so ein. Dankeschön, so. Abriss der ganzen Straßenmöglichkeiten, so. Ah, ich bin schon wieder im falschen Gebiet drin. Straßen. So, dann hier Anschlussdesign. Nicht möglich, aber genau, weil ich da das Ding jetzt implantiert habe. Kacke. So, die alte Stadt. So können wir es ja nennen, muss ich jetzt hier dran anschließen. Weil deren ganzen Originalwege sind jetzt einfach futsch. Ja. Für die Stadt. Und so. So kommst du in die Stadt rein. Die neu geplante Stadt. Du kannst aber natürlich auch eine der neuen geraden Straßen verwenden, die durch die Ortschaft durchführen. Und sich hier schräg anpimmeln.
gebe denen jetzt nicht zu viel vor, nur ein bisschen. Schauen wir mal, was sie da draus machen jetzt. Ja, natürlich müssen wir euch hier auch noch anschließen. Ihr seid so das restliche Überbleibsel. Okay, schauen wir mal. Bottrop hat jetzt wie viel? 108. Ho! Okay. Sie bauen auf jeden Fall. Sie bauen an der Kurve. Bin gespannt, was passiert. Wow, okay. Erstmal Hochhaus. Jetzt haben sie hier eine Straße angeschlossen. Sie sollen mal die Ortschaft nehmen, die ich gebaut habe. Wir verwenden hier nur Originalstraßen. Ah, apropos, die Originalstraßen gelten auch nicht. Die kommen jetzt auch weg. Mir ist scheißegal. Die kommen weg. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, aber die Straße muss weg. Die stören die so, okay. Die wird nämlich gerade jetzt angebunden. Ey, die müssen sich doch so verarscht fühlen. So, und jetzt ist natürlich nochmal hier hinten. Das Ende muss umgesandt werden. So. Macht den mit, okay. Das macht das leid. Jetzt sind es 0 Einwohner. Komm, das funktioniert doch. Wo kommt dieser Mensch her? Also ich hoffe einfach, dass es mir die Stadt nicht zu übel nimmt. Ich habe mal deren Gebiet umgebaut. Ich habe eine Designerstadt gemacht. Die sollen wir froh, die sollen happy sein. Das Ziel ist 366 Einwohner. Die sollen es auch erreichen. Sie können super Straßen bauen, aber sie können keine Ortschaft bauen irgendwie. Ach, Leute, kommt schon. So schwer ist es nicht. Oh, ein Haus entsteht. Guckt euch das an. Es entsteht ein Wohnhaus. Holy, ein großes Wohnhaus. Das nächste, jawohl, es funktioniert. Stadt und Planung funktioniert, jawohl. Bin gespannt, wie gut sie es annehmen. Wie viel habe ich da ausgegeben? Diagramm. Was waren diese Ausgaben? Investition 32 Millionen, das hört sich irgendwie so nach Gebäudeabriss an. Infrastruktur, ja. Aber schaut her. Es passiert was. Eine komplett neu designte Stadt entsteht. Der Weg zu einer Planstadt. Ich find's gerade geil. Ich find's gerade einfach geil, dass es funktioniert, dass das Spiel auch das so mitmacht. Also es dauert, bis es darauf reagiert. Er tut erstmal Straßen setzen wie ein Bekloppter. Da können wir zum Beispiel die hier abreißen. Weil die ergibt ja keinen Sinn. Aber man sieht schon, er setzt seine Straßen da, wo er will, auch wenn das teilweise ein bisschen doof ist. Aber es ist... Wir haben halt viel entlastet jetzt, ne? Ich würde es auch mal hier sagen, guck her, wir tun jetzt hier und sagen, schau an, das ergibt gar keinen Sinn, genauso wie das da keinen Sinn ergibt, dass du hier so hohe Straßen verwendest. Das ist eh dann das Erste, was noch abgerissen wird. Erstmal müssen wir aber wieder Bewohner in die Stadt kriegen. Wie viele Bewohner hat aktuell die Stadt? 30. Sie wollen auf 600. Bin gespannt. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist hier ein Bus oder eine Tram. Und das alles hiermit verbinden. Das ist eine Idee. Wir können rein theoretisch. Hier, warte mal. Das kriegen wir easy hin. Wenn wir sagen, schau an.
binden einmal dich hier an und du bindest dich hier an. Wir stellen schon mal die nötige Infrastruktur für die Zukunft. Elektrifiziert 30 Meter, 3,3. Das soll zukunftsweisend werden, Leute. Zukunftsweisend, ich sag's euch. Der schaut zwar jetzt noch nicht so aus, aber das ist die Stadt der Zukunft. Hoffe ich. Der erste Bahnhof steht auch schon. Das sind wie so diese Planstädte, die nie bewohnt werden. Aber die ersten sind schon da, schaut ihr. Und sie wollen direkt zum Zug. Das ist Wahnsinn. Ich find's einfach geil. Das ist auch ein Passagierflughafen. Habe ich total vergessen. Das ist der Passagier. Bedeutet, wir können dem Bus jetzt sagen, der hier hinfährt. Warte mal. Buslinie. Hier, wo wir hier. So, das ist eine pinke Linie. Jetzt muss ich das herausfinden. Welche ist denn das jetzt? Irgendeine Buslinie auf jeden Fall. Kann ich nicht herausfinden, indem ich einfach hier drüber hoffe. Das wäre jetzt Luxus, einfach so drüber wollen und zu wissen, ah, okay, das ist die Linie. Okay, ich brauche alle Busse. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Was bist denn du für eine blöde Linie nochmal? Flughafen, hier haben wir doch. Es geht bis zum Heidenweg und der Heidenweg wird jetzt ausgetauscht. Und zwar zum Bottrop-Haltepunkt und du kriegst die Station 6. Weil dann geht die Busstation schon mal weg. Oh, schau, die Stadt wächst echt cool. Hier hat sich jetzt auch ein großes neues Gebäude ist entstanden. Oh ja, 2022. Langsam haben sie auch kapiert, dass ich nur das Gute für sie meine. Aber was wir auf jeden Fall ausschalten müssen hier, sind die blöden Ampeln. Nur in den Hauptkreuzungen gibt es Ampeln bei sowas hier. Keine Ampel, hier auch keine. Man sollte wissen, dass da die Hauptstraße immer Vorrang hat. Aber es entwickelt sich langsam wieder. Also wenn wir jetzt angucken, Bottrop hat aktuell 126 Einwohner. Warum ist die Lautstärke sehr... Achso, weil die... Wenn wir es angucken, Lärm... Die Flugzeuge haben halt nicht hier. Ich habe natürlich die Stadt direkt über die Flugzeugeinschneise ist direkt darüber. Also man anguckt, es ist ja eigentlich relativ ruhig, aber da muss ja nur irgendwas in die Nähe kommen. Die Busse, ja, wenn wir die gegen E austauschen, ging es wahrscheinlich. Dann kommt hier aber so ein lauter Zug daher gebrettert. Zwei am besten noch, weil der ICE ist noch lauter. Dann kommt das Flugzeug und dann ist sowieso tot. Das Flugzeug macht alles. Scheiße. Aber eine 60% Verringerung, das ist ordentlich. Kann ich rein theoretisch bei den Zügen was machen? Heißt das sowas wie Schutzwände oder sowas? Gibt es sowas nicht? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von meiner Planstadt haltet. Und ob ihr auch schon mal sowas gemacht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.